Wir befinden uns im Landeanflug auf Kargmaltal, einst in der ganzen Galaxie als ein Füllhorn des Überflusses bekannt. Bis irgendwann die Rebels die natürlichen Ressourcen komplett ausgebeutet hatten und den Planeten verließen, um denselben Fehler woanders zu wiederholen. Zum Glück ist Mutti die Mechanikerin vor Ort geblieben. Sie ist die einzige Person in der Galaxie, die unserem Schiff die Fähigkeit verleihen kann, die Schutzschilde von Miseras Festung zu durchbrechen. Wenn das stimmt, wartet die hinterhältigste, schmutzigste und verschlangenste Sparkjägerin dort auf uns. Naja, auf Terra Flora ist uns keine einzige Sparkjägerin begegnet. Vielleicht haben sie aufgegeben. Sekunde mal, hast du gesagt, die verschlagenste Sparkjägerin? Wer auch immer diese Mutti ist, sie sollte beten, dass wir sie als erstes finden. Landevorgang unterbrochen. Auf der Oberfläche tobt ein gewaltiger elektromagnetischer Sturm. Eindeutig das Werk eines Finsterzeit-Tentakels. Wir müssen springen. Zum Glück sind wir nur ein paar Meter über dem Boden. Bipo, der Sturm beeinträchtigt wohl deine Echoortung. Wir sind genau 46,726 Meter über der Planetenoberfläche. Die Aufprallenergie aus dieser Höhe und bei eurer Fallgeschwindigkeit läge bei 73.266.368,07 Joule. Was? Ihr werdet platter als ein Pfannkuchen auf dem Schaukelstuhl eines Elefanten. Da habt ihr's. Genie ist durchgedreht. Folgt mir, Leute. Denkt dran, bei der Landung die Knie zu beugen. Nein, danke. Heiliges Kanonenrohr! Heiliges Kanonenrohr! Alles gut! Uns geht's gut! Euch geht's gut? Euch geht's gut? Und was ist mit meinem Ballon? Entschuldigung, das war wohl eine Fehlkalkulation der KI unseres Schiffs. Wir sind hier auf einer dringenden Mission. Hallo? Wir brauchen deine Hilfe, um Misere aufzuhalten. Werkstatt geschlossen. Die Werkstatt ist geschlossen. Die nächste Werkstatt liegt 60 Meilen Lichtjahre ein bisschen weiter. Guten Tag. Du bist doch Mutti, oder? Die Wächterin und geniale Mechanikerin. Wenn unser Schiff nicht mit der nötigen Technologie ausgestattet wird, mit der es die Schilde von Miseras Festung durchdringen kann, können wir unsere Mission vergessen. Ha! Ihr wollt Misere einschüchtern? Dann seid ja, ihr seid ja nicht mal clever genug, zum Fallschirmspringen einen Fallschirm mitzunehmen. Strom ist ausgefallen. So oder so, ich kann euch nicht helfen. Auch wenn ich wollte. In meiner Werkstatt ist der Strom ausgefallen. Der Strom, der hat meine Windmühle zum Durchdrehen gebracht. Yo, das sieht ja mal geisteskrank aus. Wisst ihr was? Wenn er meine Windmühle wieder zum Laufen bringt, guck ich mir das mal an. Was ich da mit eurem Raumschiff und dem Schild machen kann. Aber ich kann nichts versprechen. Wisst ihr, wenn ihr komplett aus dem Süden kommt und dann versuchen müsst, hier einen Berliner Akzent rauszuholen und das klingt, als hättet ihr einfach nur irgendwie einen Teppich im Mund. Aber reden wir nicht drüber. Eine Teleportersonde aus unserem Schiff? Seht mal, da ist eine Nachricht von Genie. Bipo,
Auch wenn wir wegen des Sturms nicht direkt miteinander kommunizieren können, könnt ihr euch mit Hilfe dieser Sonde jederzeit zum Schiff teleportieren lassen. Oder, wenn ihr immer noch glaubt, das Schiff sei nur einige Meter über dem Boden, dann springt doch einfach hoch. Fehlkalkulation, so, so. Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Faxhub. Wir reden bitte in keinem Fall darüber, wie ich sie gerade synchronisiert habe. Alle, die aus Berlin kommen, ihr dürft mich gerne verhauen. Tut das auch. Es ist es schwer. Es ist... Wir reden nicht drüber, okay? Wir tun einfach so, als wäre das... Okay, nie passiert. Und dafür schauen wir uns doch mal diese skandalös krasse Welt an. Yo! Und starten direkt hinein ins erste Level. By the way, ich habe ein bisschen die Beleuchtung angepasst, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt. Gleichzeitig funktioniert der Greenscreen jetzt auch in meinem Gesicht ganz gut. Und wenn ich meine Hand hinhalte, die weiß es, wird es dunkler. Wenn ich die wegmache, passt sich das meinem Gesicht an. Die Beleuchtung ist perfekt und wir können losgehen. Besiege Wellenbrecher. So heißen scheinbar die neuen Grobiane, diese Katzen. Ihr wisst Bescheid. So nennt man sie, was... Nee, können wir nicht. Ich will jetzt erstmal gucken. Ihr seid sehr empfindlich gegen Schock, aber ihr seid unempfindlich gegen Wasser. Obviously sind es Wellenbrecher. Findet den nächsten Gegner, um Spritzerangriffe auszuführen und gewaltigen Schaden zuzufügen. Wenn er getroffen wird, verfolgt er seinen Angreifer und fügt diesen noch größeren Schaden hinzu, weil er so wütend ist. Okay, mehr Damage, wenn sie uns kriegen. Jo, wir machen ja fast gar keinen Schaden. Stufe 26, sind wir auch gerade so... Ob ich mich darüber jetzt freuen soll? This is Innovation Deluxe. Das ist krass. Wir können die Röhre usen, solange sie hier draufsteht. Oh, jetzt, ich möchte bitte bis an die Röhre kommen, ihm aber dennoch Damage zufügen. Genau so. Und dann kann ich hier nämlich auf ganz entspannte Art und Weise wegrennen. So treffe ich beide. Nee, switchen, switchen, switchen. Oh, ich dachte, ich könnte jetzt ganz schnell weglaufen. Weil dann wäre ich hier wieder zu. Und niemand käme dran, also er nicht. Dash. Okay, wir müssen ziemlich hardcore reingrinden. Weil, wenn ich das so richtig einschätzen kann... Ich kann das gar nicht. Ey, das ist so peinlich, wie ich mich hier anstelle. Der scheint irgendwas zu machen, wenn er stirbt. Weswegen ich mal Rosalina weiter wegstelle. Mal gucken. Er ist down, oder? Nee, er macht nichts, wenn er stirbt. Okay. Ja, das wusste ich ja nicht, wie gesagt. Aber auf diesen wunderschönen Kollegen da hinten würde ich ganz gerne draufballern. Vollgas! Da ist er jetzt down! So, können die Leute nicht einfach Sächsisch sprechen? Aber ich pack jetzt ein Klischee aus. Guys, Hashtag Klischee. Das ist nicht ernst gemeint. Es ist einfach nur eine... Ich mache auf etwas aufmerksam. Es ist meistens so. Bitte nicht ernst nehmen. Dass, wenn irgendwie was mit Kfz oder mit Handarbeit, Baustelle oder sonst irgendwie was mit Kraftarbeit zu tun hat, wird immer bei Personen in Büchern oder sonst irgendwie in Videospielen meistens, oder man verbindet es auch selber, mit einem Berliner Akzent. Ich weiß nicht warum, aber Berliner sind Leute, die anpacken können. Was ja erstmal ein Kompliment ist, aber ich bin mir sicher, Leute drehen das um, deswegen... Klischee, Klischee, bitte nicht ernst nehmen. Es ist nur, ich mache auf etwas aufmerksam. Du siehst aus, als hättest du richtig Bock, zwei Koopas abzubekommen. Dinge passieren. Ah, yes. Hätte ich eigentlich irgendwie... Da oben steht einer. No way, den habe ich nicht gesehen. Oh, ihr könnt alle nicht mehr laufen.
Ich glaube, das ist das Schlauste, was ich machen. Haben wir diese Animation jemals gesehen eigentlich? Jetzt haben wir sie gesehen. Vielleicht habe ich die auch schon immer geskippt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass mein Mikrofon schon wieder nicht richtig passt. Mann! Machen wir weiter. Halt niemand in der Umgebung. Ich versuche das. Also ich bin mir sicher, der Typ oben wird natürlich jetzt auf Rebella gehen. Ist mir zu 100% klar. Aber ich will unbedingt jetzt gleich gegen dieses Fass werfen und den Todes den Schockschaden geben. Ja, ein Glück, dass wir hier den Schutz nicht gezündet haben. Mit Rebella wird hier auf ganz entspannte Weise draufgeworfen. Das Fass wurde gehittet. Oh, ja. Das war aber kein Elektro, das war Wind. Aber der erreicht uns gar nicht. Das ist auch Wind und Wind. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Komm, komm, komm. Gut Damage, er läuft. Und jetzt gibt's noch die Aero-Klinge. Niemals hat er das überlebt. Mit wie viel Leben? Komm, jetzt drop mit wie viel Leben. Der macht doch einfach so random 1000 Schaden, ja? Wie viele Leben? 145. Moin. Oh, hä? Ich nenne das jetzt vorsichtig mal unfair, dass wir ihn wegschieben können. Aber gut, da es jetzt ja zu unserem Vorteil war, ist nicht so schlimm. Kann sie nicht noch? Nee, sie kann auch nicht laufen, gell? Wir überleben das, wir überleben das, wir überleben das. Der kommt nicht bis durch die Röhre, der kommt nicht durch. Da, ja, ja. Warum leuchten seine Beine rot? Also die von dem, der uns gerade entgegengekommen ist. Genau da. Jetzt nicht mehr. What is happening? Da oben kannst du Elektroschaden machen. Aber das interessiert mich, glaube ich, gar nicht. Fünf Stück sind es. Wo ist denn noch einer? Ach, da hinten. Der. Ja, genau. Der hat diese roten Beine. Was? What does that mean? Hat der einen besonderen Effekt? Nö. Das ist einfach so da. Okay. I'm gonna accept this. Auf den wird geballert. Sollten beide down sein. Und wenn nicht, er kriegt noch einen schönen Windstoß mit. Kommt er angerannt? Auch nicht schlimm. Wir haben ja noch Bowser, den einzig wahren. Oh, der überlebt das sogar. Das ist nicht gut. Können wir Bowser schießen und Robo-Koopas. Erstmal schießen. Und Robo-Koopas, die in die falsche Richtung laufen. Aber alles gut. Feuer-Damage ist er natürlich nicht krass empfindlich gegen. Aber macht ihm trotzdem ganz gut Schaden. Ist das nicht schön? Tschüss. Er hat da sein. Wir können alle protecten. Für zwei Runden. Ist das nicht super genial? Yes. Im Übrigen, Sparks muss ich auf jeden Fall noch leveln. Aktionspunkt verdient. Unsere Ability kommt ein einziges Mal zum Einsatz. Und dann brauche ich sie nicht. Aber immerhin, wir haben jetzt hier die Bestätigung. Es funktioniert. Wir haben doch mit dem Spark-Levelpunkt, können wir doch leveln, dass, wenn wir einen Spark zünden, nochmal besondere, ich nenne es jetzt einfach mal Effekte, passieren. Und genau das ist jetzt passiert. Wir können jetzt nämlich drei Dinge eigentlich machen. Ganz genau. Und ich kann mich eigentlich mal... Theoretisch, ich kann ja was ausprobieren. Ich kann ja einfach
Boah, wie krass. Jetzt habe ich hier mehr Platz, mich zu bewegen. Und habe auch Mikrofon ein bisschen anders. Naja. Weil ich habe ja jetzt einen größeren Kamerawinkel, weil ich ja obviously bis nach hier hinten gehen kann. Und hier schön den Platz ausnutzen kann. Ihr wisst Bescheid. Ich will eigentlich auf ihn ballern, ja. Weil das macht mehr Damage. Nein, oh, lost. Aber er ist protected. Oh. Protection ist nicht schlecht. Die Protection ist nicht schlecht, guys. Aber dann muss ich das Mikrofon jetzt doch wieder anders machen. Muss ich das mehr so machen, ja. Und festschrauben. Das Mikrofon ist so locker in letzter Zeit, als würde das einfach abbrechen. Bowie? Auf jeden Fall eine verdiente Heilung. Da wird Dash reingedrückt. Da wird, by the way, noch ein Dash reingedrückt. Ein weiterer Dash. Und dann wird gehofft, dass wir draußen, dass wir hier guten Damage machen und alle damit raus sind. Wunderbar. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Ach ja. Ist es nicht schön? Können wir hier weiter steppen? Direkt. Hier geht ein gesunder. Dankeschön. Eine 10 von 10, diese Welt vom Design her. Designtechnisch ist wirklich das Krasseste, was ich je gesehen habe. Okay. Wie immer, wir werden uns natürlich nicht um alle Sidequests kümmern. Ich dachte gerade, du seist ein Gegner. Kamex machen dir Angst? Das Leben auf Kargmatal ist schon hart genug, aber jetzt müssen wir uns auch noch mit Kamex herumschlagen. Also, sag's wie es ist. Kamex sind jetzt auch nicht so mein Fall. Da hinten fliegt eins. Ein Kamek. Das sind Magikoopas. Kamek ist der oberste. Und Magikoopa ist so die Art. Ja? Sind die Menschen. Und dann gibt es Kamek. Bei uns Elon Musk, der Oberste. Machen wir schnell weiter. Ich will mich nicht an dieser Aussage. Machen wir. Nie passiert. Drei Kamex besiegen für so einen Splitter. Das hier ist es. Nee, das hier. Eine kleine, leckere Leiter für Coins. Right. Alright, dann lasst uns... Oh, ich muss wieder ein Stück nach hier drüben. Das ist so ungewohnt, so weit weg. Und na, ist ein bisschen weird noch. Komm, ein paar Coins. So, die Sache ist, ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Deswegen öffnen wir mal die Map und begutachten das Stück. Hä? Ey, wir haben eine Fahne oben. Die sagt hier geradeaus. Cool, dass ich die Fahne hier auch habe. Hier ist das Zusatzrätsel. Ich würde sagen, wir steppen da einfach mal lang. Juhu. Klar sind Solarautos super, aber was, wenn man an einem spontanen Rennen teilnimmt und es plötzlich eine Sonnenfinsternis gibt? Nein, danke. Bibo ist aber auch immer für alles gewappnet. Hab ich recht? Ich geh mal nach da unten. Gibt zwar jetzt erstmal keinen Rückweg. Nee, du bist ein Gegner. Ey, hier ist so viel. War das ein Fehler?
Nein, war es nicht. Wir können hier weiter. Nein, ich will hier zurück. Bitte. Doch. Der fiese Dude hat was für... Da sind sie wieder. Die lägenden Partikel. Ich wollte nämlich gucken, was hier oben ist. What is this water? Dude, sieht das Wasser cool aus. Ah, ich weiß, nicht vergleichbar zum ersten Game. Trotzdem ganz cool. Wir müssen auch irgendwann wieder nach da rechts. R2D2? Ich komme bald bei dir vorbei. Kein Problem. I guess. Oh, wohin läuft der? Dreh dich mal um. Hinter dir gibt's gratis Kaffee. Kein Scherz. Gott, ist der doof. Gratis Kaffee. Vor allem. Ah, entkommen. Warte, bis er umgedreht hat. Genau. Weil dann können wir uns hier noch umgucken. Dieser Weg führt zur Windmühle. Und sonst ist hier nichts. Ja, cool, hat sich gelohnt. Lass uns doch mal hier oben umschauen. Hier gibt es erstmal ein wunderbares Bild zu begutachten. Faszinierend. Das hier ist das erste aus einer Reihe von Wandgemälden, die die Geschichte von Mutti erzählen, der berühmten Mechanikerin und Wächterin dieses Planeten. Alles begann, als die wilde und ungezügelte Mutti hier auf einem 10-Planeten quer durch die Galaxie Roadtrip einen Zwischenstopp einlegte, um eine Packung Dörrfleisch zu kaufen. Ja, wenn man Hunger hat, warum denn nicht? So, hier geht's erstmal nicht für uns weiter. Aber hier. Juhu. Juhu. Okay, hier wird sehr viel mit diesen Brücken gearbeitet. Ich glaube, ich verstehe das richtig. Mutti ahnte nichts Böses, aber als sie sah, wie einige Rabbits von einem mechanischen Monster bedroht wurden, eilte sie ihnen zu Hilfe. Die Rabbits hier hatten den schrecklichen Roboter selber erfunden, neben anderen Monstrositäten, die den Planeten nach und nach auseinandernahmen. Ey, ich hoffe nicht, dass ich gegen den Dino kämpfen muss. Ey, please nicht. For real, please nicht. Ich will mich nicht wegschießen, weil ich nicht weiß, wie ich wieder hier hochkomme. Da unten hätten wir... wenn ich hier unten bin, wie komme ich dann wieder hoch? Ich muss mir auf jeden Fall merken, da unten haben wir das hier. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hinein. Cool, dass hier eine Cutscene kam. Lecker, lecker, lecker. Alles sieht technisch aus, alles sieht krass aus. Ich liebe diese Welt. Starten wir direkt rein ins nächste. Wie nennt man das? Ins nächste, ihr wisst, was ich meine. Während ich tatsächlich nochmal weiter nach hier drüben rutsche, um hier mehr Platz zu haben. Ist das nicht so viel angenehmer für euch, wenn ich hier mit den Armen fuchtle und nicht direkt hier aus dem... Klar, wenn ich in die Richtung zeige, okay. Aber ich meine jetzt, wenn ich in die Richtung hier irgendwie was zeige, komme ich nicht so schnell aus meinem Bereich raus. Und das kann vielleicht sogar für euch ein bisschen entspannter zum Zugucken sein. Und für mein Mikrofon ist es auf jeden Fall entspannter, da das nicht mehr so gezerrt werden muss. Ja, ich habe auch die Kameraperspektive tatsächlich krass verändert. Oh, wir müssen jemanden erstmal zurücklassen. Außer die 5 Wächter sind gleich hier alle. Doesn't look like. Also würde ich halt den Schwächsten hier lassen. Und I guess das ist Bowser. Weil er halt legitimately gar nichts kann. Deswegen, Bowser, es tut mir leid, aber du musst hier bleiben. Oh, ist auch viel besser. So bin ich nicht, wisst ihr, so bin ich nicht so. So bin ich auch nicht so. Früher war ich ja immer in die Richtung, auf der anderen Seite. Aber so, ich glaube, so ist der perfekte Winkel auch. Ich kann den nicht dashen. Ist okay. Dafür kann ich ihn zweimal hitten. Oh! Ah, schön effektiver Windschaden reindrücken. Auf Wiedersehen.
mein sehr geliebter Freund. Und Rosalina steppt jetzt mal hier durch. Und guckt, was sich hier unten befindet. Vieles, aber nichts Gutes erstmal. Da werden die Hits rausgehauen. Gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, dadurch schläft auch der Große ganz genau. Und damit lässt sich doch, glaube ich, viel besser arbeiten. Bowie kann nämlich... Nein. Bowie, was ist los mit dir heute? Bowser kann da reinschießen. Das ist genau das, was ich wollte. Denn durch Bowsers Explosion können wir auch Gegner hinter Blockaden treffen. Und warum nicht noch ein paar Robo-Koopas reinschicken? Außer die laufen jetzt natürlich... Nach hinten wäre nicht so gut. Weil, nee, der lebt gar nicht mehr, gell? Ja, den haben wir weggemacht. Oh, by the way. Genau, ganz genau. Ich bin immer noch ein bisschen, ja, der Hals ist zu. Ich glaube, das merkt man auch, wenn ich rede. Da ist ein bisschen kratziger. Aber ich glaube nicht, dass das euch allzu sehr stören sollte. Vielleicht klingt meine Stimme dadurch auch etwas männlicher und dadurch auch entspannter. Wo ist er gespawnt? Also, wie ist er gespawnt? Sind das Beschwörer? Erstmal gleich so ein Scan, bevor wir irgendwelche Thesen aufstellen. Wie heißen die? Wegmänner! Es sind gar keine Lehrer mehr. Angreifer mit großer Reichweite beschwört Knechte auf dem Schlachtfeld. Windstoß. Oh, sind sogar unempfindlich Schleim gegenüber. Jemand muss sich auf gelb stellen. Als wäre das gescriptet. Bitte lass mich bis zu ihm kommen. Entspannt. Minus eins. Minus one. Alright, 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 alright. Not so alright. Wie ist das passiert? Wieso ist er tot? Oha. Weil die zu 100% richtig safe durchgehen. Krass. Lebt der Typ da hinten eigentlich noch? Warum nicht mal so machen? Boom. Ja, da ist einer ganz schön am Leiden. Genauso wie ich gleich, wenn ich unüberlegt ihn hier angreife. Nee, das ist gar nicht gut. Oh, ich weiß nicht, ob ich hier out of range bin. Aber ich throw mal. Ja, bin ich. Krass. Keiner sollte mich von denen hitten. Ich gebe den Zug ab. Und ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Gut. Ja, klar, er kann sie hitten, aber halt nicht Rebella. Es war, die Aussage war, Rebella zuzusprechen. Ganz genau. Bin ich mal wieder zu laut? Ich glaube schon. Warte mal, warte mal. Du bist jetzt ein Frosttyp. Kann passieren. Zing, zang, zum. Drei Treffer, er kommt angelaufen. Dann halt nicht. Passiert auch. Er da drüben. Dieser kleine, nette Kollege. Kriegt ganz schön was ab. Ich stehe an der dümmsten Position, an der ich stehen kann. Actually. Trifft Bowser irgendwen außer ihr? Bowser ist aber auch ein bisschen lost, gell?
Der sollte uns eigentlich nicht erreichen. Warum läuft der uns nicht hinterher? Ist das auch so ein Frosttyp? Ich bin sowieso komplett maximal verwirrt. Aber nun gut, das soll uns ja erstmal nicht aufhalten. Ich merke gerade, mein Mikrofon hat schon wieder... Ich weiß nicht so ganz, wie ich das hier einstellen soll, dass das passt. Also... Ja, das wäre eher lost. Wobei, wenn jetzt einer von denen da drauf schießt... Ich glaube, das macht's nicht besser. Das ist gut. Na los. Das geht daneben. Der Winkel geht, der Winkel ist, glaube ich, nicht so ganz machbar. Aber reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Ich will mich nämlich gar nicht zu viel beschweren. Ich will erstmal mein Mikrofon richtig haben, sodass es passt. Ach, come on. Ich glaube nämlich mittlerweile wirklich, dass ich die ganze Zeit nur noch am Übersteuern bin. Ist auch ein Eistyp. Good to wissen. Und er ist damit auch beseitigt. Wo ist der letzte? Achso, ja, der hier. Und damit ist auch er richtig down. Ach ja, das freut mich wieder. Das freut mich wieder. Schlacht ist hiermit gewonnen. Ist das nicht wunderschön? Noch kein Stufenaufstieg? Ich glaube, das kommt aber noch. Und wir steppen, wenn ich das richtig sehe, direkt weiter. Diese Windmühle versorgt Muttis Werkstatt mit Energie. Offensichtlich hat sie aber eine Fehlfunktion. Ja. Der Überfluss an Elektrizität, die hier erzeugt wird, muss die Ursache für diesen ungewöhnlichen Sturm sein. Also los, kämpfen wir gegen Windmühlen. Dann kämpfen wir also beim nächsten Mal gegen Windmühlen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren schönen Tag. Abonniert den Channel, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Und schaut auf jeden Fall in das Newer-Projekt rein, das gerade zurzeit läuft. Ist irgendwann mal oben auf dem IFA-Link gewesen. Wir sehen uns. Ciao, ciao, Leute.